Maria, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Kamera. Hand aufs Herz, hast du deine Dankesrede vorher geschrieben oder improvisiert? Geschrieben nicht. Ich habe sie mir immer wieder durch den Kopf gehen lassen, weil ich bin so schlecht im Improvisieren und Reden. Worte sind nicht so meins. Und deswegen, das musste ich üben. Das hat man aber noch gemerkt. 2015 hast du die Jury begeistert mit dem TV-Film Blinde Wut, einer Studie über weibliche Amokläufer. Inwiefern war das denn dann auch ein ganz besonderer Film in deiner Karriere und auch eine ganz besondere Rolle? Also es war ein besonderer Film, weil ich da viele Amplituden, sage ich mal, spielen konnte, ziemlich auch extrem spielen durfte. Sonst wird man ja immer dazu ermuntert oder ermahnt, nicht zu viel zu spielen, ich zumindest. Und da konnte ich mal richtig auch Momente richtig, die Momente zerreißen, so. Das ist schön, so eine Schauspielerwut, wenn die mal ein bisschen befriedigt wird, so. Und es war eine besondere Rolle, weil ich sie nicht verstanden habe, das, was sie macht, nämlich ihren Mann und ihre liebsten Menschen, ihr Kind verdammt nochmal umbringen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber das habe ich mir dann bildlich übersetzt und habe mir gedacht, okay, heutzutage gibt es so viele Frauen, die um ihrer Selbstverwirklichung willen einfach die Familie abschießen, jetzt mal bildlich gesehen. Also das, und da habe ich mir den Zugang so verschafft, ja. Du hast schon jede Menge Preise gewonnen, vom Max-Ophüls-Preis über den Shootingstar bis hin zum Metropolis. Wie wichtig sind eigentlich Auszeichnungen für eine Schauspielerin? Ich für mich persönlich finde Preise überbewertet oder ich kann sie, ich freue mich total und ich freue mich auch über die Auszeichnung. Ich finde aber, meine älteren Kolleginnen hätten ausgezeichnet werden sollen. Ich finde, das ist etwas, was man sich erarbeitet über lange Zeit und am coolsten sind Auszeichnungen mit Kohle dran. Also, wenn die dotiert sind, dann machen sie am meisten Sinn. Schlussfrage. Was ist dein nächstes spruchreifes TV- oder Kinoprojekt? Gibt's keins gerade. Ich drehe gerade beim Kriminalisten. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. Большое спасибо. Bonjour. Merci beaucoup pour le goldene Kamera.